Mann, was ist denn los? Dass ich mich in dem Let's Play jetzt so blamiere. So, der Tod ist hinter uns. So. Ja. Ja, die Geister schon wieder. So, weg mit euch. Das sieht wertvoll aus. So. Ja, ich habe schon wieder den Tod im Nacken. Den will ich aber eigentlich gar nicht da haben. Da ist er nämlich unmöglich. So, er ist weg. Dann beeilen wir uns mal ein bisschen. Wow. Lassen die Geister vorbei und rennen vor dem Tod weiter weg. Wow. Ja. Erst den Magier ausschalten. So. Eine Tür öffnen. Die Zombies, die kleineren, ausschalten. Au. Das könnte nützlich sein. Okay, die Angriffe der Großen müssen wir blocken. Genau. Die Taktik ist gut. Au. Die Gespenster nicht so. Ja komm, flieg mal gegen mich. Genau, so können wir die ausschalten. Das ist wiederum nicht so gut. Werfen wir mal unser Schild. Genau. Nochmal. So, weg mit dir. Ups. Und tot. Ja, jetzt warten wir, bis der Tod verschwunden ist, weil sonst spawnen wir direkt in ihm. Die Walküre ist zurück. Okay, gegen die Mumien ist Nahkampf nicht so gut. Ich glaube, wir dashen wirklich in sie rein und halten da das Schild hoch. So, weiter geht's. Wieder mit null Leben. Ja, ich muss gucken, dass ich gegen bestimmte Gegner eben Taktiken finde. So, da hinten ist Essen. Ah, das war vorbei. Das war aber mittendurch. Das war wieder vorbei. Wow, das waren zwei Sprenger. Wow. Verschwindetod. So, genau, gegen die Geister kann ich so bestehen. Einfach den Schild hochhalten und hier rüber springen und weitergehen. Ja, genau, jetzt kommen hier schon wieder auf. Erstmal Gold. Ah. Jetzt wird es wieder knapp. So, das Durchdashen geht also doch durch die. Ich muss nur direkt davor stehen. Oder in meinen Schild in die Fresse hauen. Au, das war dann die falsche Seite, nehme ich mal an. Ich wünschte, ich hätte ein paar Feldrationen mitgebracht. Ja, was zu essen wäre gerade echt nicht schlecht. Kurz vor, bevor ich ein neues Leben bekommen hätte, wäre ich, bin ich gestorben. Okay. Kein Alkohol am Steuer. Ja, die Tipps sind toll.
Und ja, das Level ist auch nicht sonderlich leicht, gebe ich zu. Vor allem, wenn man den Char noch nicht so gut kann. Okay, der Tod. Vor allem, weil der Tod nervig ist. So. Ist die Tür hier oben offen? Ja, ist sie. Au. So, weg mit dem Geist. Eigentlich wollte ich sagen, weg mit dem Magier. So, weg mit dem Explosivtrottel. So. Weg mit den Geistern. Her mit dem Geld. So. Und weg mit euch. Gut. Steht da unten. Au. Was auch immer ich da gerade fabriziert habe, weg mit dir. Das sieht wertvoll aus. Wow, da bin ich gerade noch so rausgekommen. Und jetzt muss ich wegspringen. So, damit mich der Tod nicht kriegt. So, jetzt kann ich wieder rüberspringen. Jetzt habe ich ihn einigermaßen abgelenkt. Schlüssel. Und Essen. Ja, die Geister sind etwas nervig. Wow, raus aus der Todeszone. Nur nicht einkesseln lassen. Wow. Nicht in die Todeszone dashen. So, sondern durch die Geister durch. Und ja, ich bin geldgierig, deswegen hole ich das Geld hier. Mir auch noch. So. Au. Jetzt komme ich nicht mehr an die Krone ran. Egal. Erstmal schnell weg hier. Bevor mich der Tod doch noch holt. Au. Okay. Weg mit dem Magier, wollte ich gerade eigentlich sagen. Au. Das war wieder nichts. Au. Direkt vor dem magischen Zauber hingedasht. So. So. Schlüssel habe ich genug, also geht's weiter. So. Gut, jetzt muss ich aufpassen wieder mal. Ja, das mit dem Schildwurf habe ich noch nicht richtig raus. So. Magier ist tot. Und der Tod spawnt direkt hinter mir. Okay. So, zwei Zombies von den Großen sind weg. Oh, das war jetzt aber knapp. So, Geister weg. So, Geister sind weg. Noch ein bisschen Gold einsacken und hier durch. Dieses Mal habe ich sogar geschafft, ein Leben zu kriegen. Gut. Okay, Krone ist mal wieder weg. Au, das ist mies, so eingekesselt zu werden. So. Der Magier muss auf jeden Fall weg. So. Genau, verschwinde Magier. Jetzt muss noch das Restviehzeug weg. Und ich krieg keine Krone. So. Und kein Essen, weil das explodiert ist. So. Au.
Da ist aber Essen. Ja, braucht sie. Raus aus der Meute. Tot denen hier. Okay, Rückzug auf die andere Seite. So. Explodier. Ja, der Tod muss weg. Okay, Geister kann ich mit meinem normalen Angriff nicht treffen. Durch die muss ich dann wirklich durchdashen oder sie blocken. Der Tod hängt mir schon wieder am Nacken. So. Das ist jetzt nicht gut. Geht weg, lasst mich alle in Ruhe. Ja, und ich muss darauf achten, wo mein Cursor, glaube ich, ist, wenn ich das Schild werfe. Sonst geht das immer in die falsche Richtung. So. Ja, du kannst mir ruhig hinterherkommen. Hier habe ich genug Spielraum, um dich auszumanövrieren. So, durch die Geister durchschilden. Und hier Zeug einsacken. Und noch ein Raum. Mit viel zu vielen Toten. Wow. Wow, ich hab's nochmal geschafft, einen. Ja, das war an dem vorbei. Das war durch ihn durch. Wow. Und Schild werfen. So, der ist weg mit der Krone. Die sacken wir auch gleich mal ein. So, durch die Geister durch. Sehr gut. Wow. Das war fast wieder in den Tod rein. Aber wir haben noch ein Leben. Das klappt diesmal echt gut. So, weg mit dir. Oh oh. So. Stacheln, Stacheln. Und da ist der Ausgang. Gott sei Dank. So, den Tod nicht im Nacken zu haben, ist gut. Die Krone aufzuhaben, noch besser. Level abgeschlossen. Gut. Fortfahren. Heroischer Hunger, verzehre Wert im insgesamt von bla bla bla. Objekte zerstört. Essen vernichtet. Mumienbezwinger. Du bist noch am Leben. Ja. Auf der Bühne deines Todes. Die Spiele würden beginnen. Das sieht fast wie eine Arena aus. Das ist auch eine Arena. Und ich habe wieder Essen kaputt gemacht. So. Die ignoriere ich mal und dash durch den Magier durch. Und durch den Spawner. So. Los. Kaputt dem Spawner. Da kommen schon neue Spawner aus dem Nichts. Und der Typ mit der Krone. Wow, genau. Jetzt geht nämlich die Kacke los. Au. Ja, erstmal Essen einsacken. Ich glaube, hier werde ich die Krone nicht behalten können. Hier bin ich froh, wenn ich überlebe. Ja. So. Au. Autsch. Genau. Wow, große Mumien sind böse. Genau, weil der beschwört immer wieder ohne Rücksicht auf Verluste neue Viecher. Genau.
einfach mal gucken, dass wir im Kreis laufen, die Beschwörungssteine beschädigen und Gegner wegbolzen. Au. Genau, der erste ist fast weg. Das hast du verdient.